Die Fingerabdrücke sind fertig. Juhu. Oh, vier verschiedene Personen haben sich da zum Schaffen gemacht. Und ja, eine war eben die Gail Harding. Susan Peck. Oho. Da hat sie eben das Kokain verkauft, das zu Gaston geführt hat, Oleg. Okay. Aber das sind noch andere, ne? Naja. Also Fingerabdrücke gewesen. Also wir sollten nochmal mit ihr reden. Genau, wir stellen sie zur Rede. Sie hat ihr gar nichts verkauft. Sie wusste gar nichts von einer Überdosis bis... Ja, wie wir es erwähnt haben. Sie hat ihr bloß etwas von ihrem Privatvorrat gegeben. Okay. Und sie war nicht dran gewöhnt. An sowas. Genau, sie wollte es, um es mit ihren Freunden zu teilen. Und die sind auch in dieses Motelzimmer eben gekommen. Aber sie hat nicht erkannt, wie er das war. Beinahe zu verdächtig. Ja, ziemlich verlockend, die Leiche dann zu verschwinden zu lassen bei sowas, ne? Oh, und jetzt bin ich ein Level aufgestiegen. Ein Seidenjackett kann ich mir jetzt kaufen. Klasse. Wir schalten den nächsten Fall frei. So, wir gehen es nochmal durch, weil ich bin ziemlich ratlos. Genau, wie kommt Geld dazu, mit solchen Leuten wie die Irina oder Derek damals zu unternehmen? Eben. Also, sie sieht nicht aus, als würde sie eben eine Überdosis einfach so nehmen. Und ja. Armes Mädchen, weil sie geht aus Spaß. Ne, sie geht aus und will Spaß haben, endet aber übergossen in Beton. Das war echt mies. Oh, da kommt der Ramirez. Ja, er hat den Cruiser gefunden. Der hat für gestohlen gemeldet und... Achso, ja, und der Alex wollte uns noch sehen. Sehr gut. Dann müssen wir zu Alex und das Auto dann angucken. Das ist ein neuer Tatort. Ah, und er hat nochmal die Fingerabdrücke verglichen. Und, ja, eben Derek Molina. Da ist die zweite und auch die Irina. Okay, die waren beide im Zimmer. Und Philip Rockwell. Müssten wir noch gucken. Damit viel zu tun. Gucken wir erstmal in den neuen Tatort. Genau, das muss das Auto sein. Da gucken wir jetzt mal rein. Leckeres Rinderschädel, da bin ich gleich drauf. Eine Kopfstütze. Aha, das ist ein Indiz. Ein Kuss, Ballerina, Whisky und Slip. Slip, Whisky. Jack Daniels. Ballerina ist hier und ein Kuss. Okay. Eben der Mörder muss es nach Downtown gebracht haben. Stimmt, wir sollten die Kopfstütze untersuchen. Vielleicht hat ja der Mörder darauf was hinterlassen. Sehr gut. Reden wir aber nochmal mit dem Philip Rockwell, was der zu sagen hat. Oh je. Immer nach dem Krieg mit Rachel Priest. Eben, wir sind Polizisten und kein Söldnertrupp für die, also praktisch, wir können da jetzt leider nichts machen. Naja. Und ob wir wirklich glauben, ob er sich die Mühe macht, wirklich eine Assistentin loszuwerden?
Sie war ja keine Bedrohung. Und ja, er hat ihr lediglich die Fragen beantwortet. Okay, dann fragen wir mal durch die Blume, ob er Energy Drinks mag. Ja, er trinkt welche. Okay. Und heute ist er ziemlich selbstsicher. Selbst wenn er sie umgebracht hätte, können wir ihn nicht rankriegen. Ja, ja. Er weiß, wie das System funktioniert. Klar? Greenie. Dann sprechen wir mit ihr nochmal hier. Ja. Ja, stimmt. Sie hat mit ihm gefeiert. Das hat sie gesagt. Ja, sie ist verdächtig, das stimmt schon, aber... Sie, ja, ach so. Gail hat versucht, Derek zu beeindrucken und hat ihm mehr genommen, als sie vertragen konnte. Oh je, das ging schief. Aber Gail wurde ja wirklich ermordet. Und ja, für die Chefin ist das nur eine von vielen Schreckensmeldungen an einem Arbeitstag. Ach Gott. Ja, wir sollten mal mit der Rachel plaudern. Kann ja nicht sein. Da guckt sie grimmig. Ah ja, die sind ja per Du, ne? Ja, sie hat ihre... Also sie sagt immer noch, sie hat sie nicht umgebracht. Sie hatte ihre Karriere. Vielleicht hat sie ja untertan. Hm? Naja, das Verhältnis war halt angespannt und... Ja, sie war zwar engagiert... Und ihr Ehrgeiz hat sie aber aufs Glatteis geführt. Ah, sie hätte nicht über Greenie Holding eben recherchieren sollen. Oje, oje. Ja. Dann gucken wir einfach doch mal, was hier drauf ist. Oh, und dann kriegen wir da erst den neuen Tatort dann. Wenn das alles analysiert ist. Weil einer fehlt uns ja noch. Moleküle müssen schnell untersucht werden. Gerne, gerne. 30 Minuten. Okay. Kann man nochmal den neuen Tatort ein bisschen machen? Wenn ich schon Energie habe. Wir suchen den Rosenkranz, den Jack Daniels, einen Tanzschläger, der Rinderschädel, einen Scheibenwischer und einen D-Scheibenwischer und eine Krawatte. So, wo ist denn die? Ah, da oben hängt sie raus, der. Ja. Und wir haben wieder einen Glücksgriff, wie schön. Wir gucken ins Labor und... Ja, die Moleküle, die ich auf der Kopfstütze gefunden habe, sind Shampoo-Bestandteile. Sie stimmen nicht mit der Marke überein, die das Opfer benutzt hat. Es handelt sich eben um das Shampoo des Mörders. Und zwar ist es ein Long-Hair-Shampoo, also für langes Haar. Genau, da sagt sie es nochmal. Das heißt, der Mörder muss langes Haar haben. Mal gucken. Es trifft aber auf so gut wie alle zu. Okay, also die Leute auf der Baustelle können wieder arbeiten, da die Leiche weg ist. Oh je, wir haben ja den Tatort noch nicht geräumt. Mensch, haben wir lang gebraucht. Super. Wir sollten schnell hingehen und da das mal nochmal neu, genauer untersuchen. Den Gang hier. Tadam. Jetzt will ich bloß mal die Leute sehen hier, die Verdächtigen. Ah ne, er ist dann auszuschließen, okay. Der Rest hat langes Haar. Genau, ein neuer Tatort.
Und wir klicken uns mal durch. Ja, die Bauarbeiter haben noch nicht mit der Arbeit begonnen. Das heißt, wir können das nochmal genauestens untersuchen. Skyfox-Maske, cool. Wir suchen... Moment, einen Ballon, eine Lesebrille, eine Toilette, die einfach so da drin steht und... Hey, eine Silhouette. Ein leeres Glas. Eine Waage. Eine Waage? Das da? Genau. Okay, was uns die weiterhilft? Mal gucken. Und eine Bohle mit Farbe. Achso, ja, Bohle ist dieses Brett. Och, ein weiterer Hinweis. Nett, nett, nett. Das sind deutliche Staubspuren zu sehen und... Oje, Schleifspuren von einem Körper, okay. Das heißt, wir untersuchen das Ganze mal. Klar, warum nicht? Auf damit zum Alex. Und das hier wird schnell untersucht. Moleküle. DNA. Was suchen wir hier? Ah, irgendwelche Fetzen. Hä? Stück Garn. Gut, das lassen wir auch gleich mal analysieren. Weitere 6 Stunden passt. Also in 6 Stunden wissen wir mehr.